Ahoi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Zombie Cure Lab. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ihr seht, ich bin mitten im Spiel und ich habe immer noch dieses Gefühl, dass ich gerne mit der Maus auch reinzoomen würde. Also nicht drehen, sondern reinzoomen. Was macht der hier? Ja, und ihr seht, wie gesagt, ich habe mich dazu entschieden, noch eine Runde zu bringen. Denn ich möchte noch ein kleines bisschen mehr in diesem angespielt sehen, denn wir haben hier verschiedene Sachen. Aufgegebener Kühlschrank beispielsweise. Ich würde gern sehen, wie man das hier abbauen kann. Es gibt so ein paar Sachen, die wir noch nicht so weit gesehen haben. Aus dem Grund, das sind die noch, genau. Die werden hier gerade verarbeitet. Da waren wir stehen geblieben. Ja, wie gesagt, deswegen einfach mal ja noch eine Folge. Wie immer, wenn es euch gefällt, lasst mir ein Like, lasst mir ein Abo da. Und auch wahnsinnig gerne einen Kommentar. Ob er das spielt, ob er das Spiel genauso interessant findet wie ich, das würde mich freuen. Gut, jetzt nicht lang schnacken, Goblin-Nacken, halt, wir reparieren das Ganze. Man muss hier draufklicken, reparieren, das ist schon aktiviert, gucken wir mal. Naja, es scheint, werden wir sehen. Also die Baumstümpfe, die entfernen sich noch nicht, ja, hat das Gefühl. So, der muss noch umgebaut werden, hier ist die Fleischfabrik, sonst wird das auch nichts. So, der funktioniert, der Windgenerator, und produziert 15. Die Batterie, fehlt uns noch Holz. Okay, sollte aber passen, denke ich. Und dann können sie das hier abbauen. Ah ne, den wollte ich doch bauen, ich hält. Ja, den wollte ich doch bauen, hier. Dann nehmen wir den mal hier weg, dass sie hier durchgehen können. Ja, sonst müssen sie weit außen rumlaufen, da kann man den später nochmal setzen. Dann sieht es relativ gut aus. Heute Nacht kommen wieder Zombies. 17 an der Zahl, also sie werden immer mehr. Gut, dass wir diese Schneekanone gesetzt haben. Ich würde mal in die Forschung springen. Mal schauen, was es hier gibt. Einfaches Labor. Da brauche ich mehr Holz. Metall haben wir noch. Türen haben wir aktuell. Da gibt es nichts zu erforschen. Ne, das gibt es erst ab der nächsten Stufe. Bei der Produktion. Das haben wir auch alles. Der Hochofen, den können wir bauen. Da brauchen wir aber Stein dazu. Einfrieren haben wir hier noch eine Schneeballwerfer. Ein Waffenschrank, das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Und eine Beruhigungsstation. Das hatten sie uns vorher letztes Mal erklärt, dass wir hier an der Stelle, wenn diese kleinen Wutzeligen hier, diese Kollegen hier durchdrehen. Ja, gucken wir mal. Wenn die hier nämlich durchdrehen, dann macht es nämlich Sinn. Hier, guck mal, der hier, der ist nicht happy. Dann haben wir nämlich die Möglichkeit, diese dann zu beruhigen. Meine Lösung wäre aber, dass wir sie relativ rechtzeitig wegschicken, damit auch die Forschung voranschreitet. Hier haben wir, wie gesagt, Holz, das lassen wir mal laufen. Hier haben wir einen Frack. Aber was ist das hier? Elektronik haben wir hier, sehr schön. Hier haben wir Steine, lass mich kurz mal gucken. Das ist das Ressourcenlager. Wir haben hier keine Steine. Ich müsste noch ein Ressourcenlager bauen. Lass mich mal schauen. Ja, ich würde den einfach mal abfarmen und würde den einfach mal hier hinten verlagern. Mit der Hoffnung, dass wir da ein paar Steine kriegen. Gucken wir mal, wie weit kommt der? Ah, guck mal hier. Würde genau passen. Jo, den lass mal, würde ich genauso hinsetzen. Sobald der hier weg ist, der Zaun. So, die Sachen sind auch noch nicht erledigt. Was fehlt hier? Hier fehlt noch Holz. Okay. Und die tauen langsam auf und hier wird keiner weggeschafft. Ich habe zu wenig Wurzel, Leute. Kann das sein? Er hat keine Arbeitsanweisung. Okay. Ja, würde sagen, dann geben wir die nochmal weg, oder? Packen wir einen neuen weg. Einmal den Container voll, dann haben wir hier die Cure, das wollen wir machen. Und ich hätte gerne im Gegenzug keine Wissenschaftler. Das ist natürlich doof, ne? Dünger haben wir, Eisbeutel haben wir, Chemikalien, Elektronik. Brauche ich irgendwas? Superfood. Was machen wir denn? 10 Gemüse pro Tag. Das heißt, wir hatten ja jetzt erst einen Tag hinter uns. Dann würde ich vielleicht diese blauen Bärchen konsumieren. Einmal das Fleisch konsumieren.
Das Erz würde ich einfach mal ganz kackfrech mitnehmen. Die Schneebeutel nehmen wir mal ein paar mit oder diese Eisbeutel nehmen wir mit, damit wir einfach mal genug haben als Vorrat. Schmetall. Nee, lassen wir mal so, wie es ist. Gucken wir mal, soll das soweit passen. Helikoptero. Gut, dann gehen wir zurück. Dann sollte der kommen, dann laden die hier ein. Weil ich habe hier die nächsten. Kann ich die... Ja, sehr schön, die kann ich schon umbauen. Dann wird der hier umplatziert, nämlich hier hin. Da hätte ich ihn gerne. Und ich hätte wahnsinnig gerne ein Tor, dass wir hier hinten rauskommen. Gut. Ja, das würde ich hier anders machen. Und zwar würde ich den Zaun hier hinsetzen. Und den hier würde ich wegmachen hier. So, habe ich es. Na, habe ich wieder nicht gemacht, ja. Bestätigen. Und die machen wir weg. Gut, Helikopter kommt. Gut, die laden wir ein. Dann habe ich nämlich da ein paar weg. Und dann können die nämlich nicht mehr böse werden. Und ich habe ein bisschen Food mitgenommen. So, jetzt müssen die nur noch kommen, hoffe ich doch mal. Das ist noch nicht umgebaut, das ist noch nicht umgebaut. Ich habe zu wenig Leute, muss ich wirklich gestehen. Aber gut. Ich weiß nicht, ob die Dinger hier wiederkommen oder ob die, wenn die mal abgeerntet sind, ob die weg sind. Das weiß ich nicht. So, die tauen langsam auf. Ich glaube, das wird nichts mehr mit denen. Werden wir keine mehr haben? Wo sind denn die anderen? Ist ja denn nicht voll? Mhm. Ja, okay. Dann machen die was anderes und haben keinen Bock, in den Container zu steigen. Ist für mich okay. Dafür habe ich anderes Material bekommen. Na. Passagiere 7 von 9. Na, dann gucken wir mal, wie lange das dauert. So. 168. Das ist auch gebaut. Das ist sehr schön. Stromkreis B. Das ist aber alles das gleiche, würde ich sagen, oder? Ja, das sollte alles an einem hängen. Ja. Batterie. Gut, dann haben wir hier, wie gesagt, Zentrallage. Hier haben wir separate Batterie. Der produziert gerade lustig, wir haben 5000 und wir kriegen 38, kriegen wir zusätzlich. Was ich ja sehr positiv finde. So, die werden gleich alle abhauen. Oder nimmst du mir noch einen mit? Ne, du nimmst mir keinen mit. Gut. Ah, das ist der Blasebalg. Ich habe gerade überlegt, was das ist für ein Geräusch. Aber das ist der Blasebalg. Gut, die ernten alles. Oh, der baut ab. Oh, guck mal, der baut ab. Reklametafel. Sehr schön. Ja. Okay, gut. Hubschrauber hat das Lab erreicht. Du hast 70 Heilforschung erreicht. Das ist gut. Hier, öffne Docking Hero. Aha. Citizen Science. Hallo. Ich kenne ein paar Wissenschaftler in Deutschland, die versuchen, Heilmittel für andere Krankheiten als das Zombie-Virus zu finden. Ah, okay. Das ist dieses Home-Dings da. Okay, verstehe ich. Was ist das hier? Alte. Okay, gut. Ihr wisst, was ich meine mit diesem Home. Ja? Es gibt ja dieses SETI for Home. Es gibt ja dieses Projekt, wo du praktisch deine Rechenleistung zur Verfügung stellen kannst, um eben dann dementsprechend ja, für jede Forschung oder für jede Krankheiten können also eben Wissenschaftler so ihren Teil dazu beitragen. So einen Teil, ja, so Forschungsdaten, die sie gerne ausgewertet haben wollen, und du stellst deine Rechenleistung bereit, damit eben die Forschung schneller vorangeht. Es gab es für Coronavirus, das gibt es für Krebs, es gibt es für verschiedene andere Sachen, wo du irgendwelche Eiweiße, die Endung gucken musst und solche Sachen. Ui, der ist aufgewacht. Okay, super. Hahaha, ist aufgewacht. Was machen wir jetzt?
Waffenkammer. Habe ich natürlich nicht, ne? So, dann gucken wir mal. Einfrieren. Hier haben wir die... den Waffenschrank. Bedürfnisse. Das ist das hier. Gerade Nahrung. Guck gerade, was hier noch gibt. Gemüsebeet. Oh, das, die brauche ich auch hier. 70. Was haben wir hier? 100. Reicht uns nicht. Aber dann würde ich sagen, doch. Waffenschrank 90. Gucken wir mal. Waffenschrank 90. Wo wird der hingebaut? Das machen wir mal zu. Wo wird denn der hingebaut, der Waffenschrank? Irgendwo. Okay, irgendwo ist gut. Dann bauen wir den nämlich irgendwo hin, sodass sie da dran kommt. So, du priorisiere ich nach hoch. Oberste Priorität. So, ich hoffe, dass der jetzt nicht in, zum Zombie wird. Kann ich den aufheben? Nachfüllen? Entladen? Okay, aufheben. Was ist? Ressourcen werden vom Boden aufgehoben. Mhm. Ja, jetzt haben wir unseren ersten Ausbruch. Weil sie den halt mit reingenommen haben. Weißt du, der eh kurz vorm... Oh Mann, die leuchten sind sie nicht. Ach, war das Glück. Guck mal. Oh Mann. Ui. Der ist aber geklitscht eben. Na, das war mal Glück, hä? Gefahr erkannt. Ah, die flüchten sich in den Raum, okay. Jetzt habe ich es gleich wieder aufgehoben. Jetzt dürfen sie gleich wieder raus, okay. Sehr schön. Okay, gut. Ja, durch das, dass die Gefahr erkannt ist. Ich weiß nicht, wann die behoben wird, die Gefahr. Jetzt ist er weg. Okay, gut. Was wollte ich noch haben? Ich wollte hier, das haben wir jetzt erforscht. Dafür brauche ich mehr Forschung. Nahrung wollte ich haben. Und zwar einmal das Gemüsebeet. Und einmal das. Hat gereicht. Ha! Hat gerade gereicht. Sehr schön. Dann haben wir diese hier. Okay, das haben wir. Was ist das hier? Für 100. Okay, der 100 haben wir schon zusammen. Das haben wir noch nicht. Okay. Da brauchen wir aber definitiv das einfache Labor. Elektrizität haben wir alles schon erforscht. Und Dekoration. Die Lavalampe. Okay. Ah, das haben, haben wir das schon alles hier? Okay. Mhm. Dekorative Pumping. Die kann ich machen, die interessanterweise nicht. Warum nicht? Ich habe Stein, ich habe alles. Was geht, was fehlt? Okay. Muss man nicht verstehen. Genau. Gut. Wir hatten jetzt was Neues, nämlich unter Nahrung. Und zwar möchte ich ein Gemüsebeet und ein Glimmerbeet. So, pass auf. Dann haben wir hier welche. Dann würde ich sagen, die stellen wir dahin. Und die stellen wir genau umgekehrt. Geht, ja, genau. Genau umgekehrt. Den Platz hast du gar nicht. Doch, müsste reichen, hä? Wenn ich jetzt gucke, müsste reichen. Gut, müsste reichen. So, dann haben wir das hier. Fleischproduktion habe ich angeworfen. Zwar ist noch nicht umgebaut, aber es ist, wie es ist. Forschung haben wir, Energiespeicher haben wir. Wir haben das Laufrad. Wir haben das Windrad. Wir haben hier ein bisschen Deko. Was auch immer das bringen soll. Das Level 1 Trainingsgerät, da können wir vielleicht upgraden auf Level 2. Was ist... Ah, der Hochofen. Da fehlen uns Steine. Steine bauen wir aber gerade ab. Eisschrank. Der Kühlschrank wurde gebaut, um lange Eisbeutel herzustellen. Wo kommt das hin? Wo bleibt der platziert? Kühlkammer. Na, muss ich gucken. Da habe ich natürlich gedacht, doch... reicht. Zwei Stück. So, dann sollte das passen. Dass das hier ein bisschen doof ist, glaube ich, wissen wir alle. So, jetzt wird es gleich dunkel. Dann muss ich sie gleich reinholen. So, die Dinger sind belegt. Dann würde ich sagen... in 5, 4, 3, 2, 1...
So, jetzt geht's erstmal wieder zurück. Dass da die Tür zugeht. Da sind sie. Okay, guck mal an. Wo läuft der hin? Okay, wo die laufen hier hin, also... Das ist natürlich blöd, mit der Hoffnung, dass das hier... Super, okay, gut. Gut, das ist natürlich hier nicht zu. Wie geil ist das denn, ja? Der Zaun ist nicht zu. Jetzt hoffe ich, dass die jetzt irgendwie nach oben laufen und von da irgendwo hinkommen. Waffenschrank. Oh Mann. Ein geiler Scheiß, oder? Jetzt sind sie eingedrungen, weil der Zaun nicht richtig zu war. Mann, 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 Mann. Man kann sie aufmachen, die Tür. Entriegelt. Super. Geil. Und jetzt? Jetzt kriegst du die nicht weg, oder was? Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Jetzt stehen die hier. Ich habe hier einen Waffenschrank. Und es bringt mir alles gar nichts. Ja, wieso habe ich hier keine Soldaten? Warte mal. Super, geil. Das bringt uns gar nichts. Kann ich nur hoffen, dass die Nacht bald vorbeigeht, aber ich glaube nicht. Und dann muss ich hier gucken, dass ich hier die Sachen repariere. Das werden sie mir kaputt machen, wahrscheinlich. Der taut langsam wieder auf. Also das hier war wohl ein Satz mit X, die laufen dran vorbei. Das heißt, ich muss die umbauen. Hier war offen. Hier ist offen, das heißt, ich muss dann hier welche hinsetzen. Das kann ich hoffen, nur dass es schneller geht. Was haben wir denn? 2 Uhr, gucken wir mal. So, 3 Uhr. Die gehen, wann gehen die zurück? Wenn das Licht angeht wahrscheinlich, ne? Also wenn die Sonne kommt. Meine Nase. Dass sie nicht die Zäune priorisieren, verstehe ich nicht, weißt du? Hätte ja auch sein können, dass man sagt, aber priorisiert die Zäune oder so, ne? Aber dann passiert ja gar nichts, ja? Also ihr wisst jetzt Bescheid. Das heißt, wenn ihr spielt... Dann achte drauf, dass er erst Zäune wegmacht, wenn sie gebaut sind. Hm. So, das heißt, dich priorisiere ich. Dich priorisiere ich. Dich priorisiere ich. Also du kannst leider nicht mehrere markieren. Also weder mit Shift... Geht nicht. Geht leider nicht. Also ich weiß nicht genau, warum der Zaun nicht oberste Priorität hat. Das wäre so ein Punkt, was ich prinzipiell sagen würde, dass die Verteidigungssachen oberste Priorität haben. Vielleicht priorisieren die wahrscheinlich nach... keine Ahnung.
Anzahl oder was? Ich weiß es nicht. So, abbauen. Warte mal, was waren das andere? Kurz mal gucken. Es war, hast du noch hier diesen Transport. Was macht denn der? Verlängert, verändert Fähigkeiten. 2 Tragekapazität. Okay. So, dann würde ich dich einfach hier hinsetzen. Genau hier hin. Das ist, ich weiß nicht, ob das was bringt hier. Ob das nochmal kommt oder was. Weiß ich nicht. So, dann setze ich dich einfach dahin. Haben wir gemacht. So, lass mal gucken. So, wir haben da ein Tor. Das heißt, die kamen dann von da, weil da offen war. Ah, du kannst nur einen haben. Okay, gut. Du kannst nur einen haben. Ist okay, dann sitzt er aber in der Mitte. Das ist in Ordnung, weil dann ist nämlich das alles soweit. Mhm. Ressourcenlager darfst du mehrere haben. Na, Gott sei Dank ist keiner infiziert. Die Elektrizität minus 7 aktuell. Mhm. Auch dass die jetzt nicht wegkommen, ja? Ich weiß nicht genau. Pass auf, wir können hier jetzt mal... Ich stelle mal die Forschung ein, damit wir mehr Leute haben. Ja. Gut. Damit wir mehr Leute haben, damit hier besser gebaut wird und schneller gebaut wird. Auch dass es hier nicht repariert wird, verstehe ich nicht. Also ich die Priorisierungsliste, vielleicht habe ich es übersehen. Möchte ich jetzt gar nicht leugnen, dass ich es übersehen habe. Arbeiterübersicht, das ist ein Experience. Ah ne, das ist die... Hier steht Experience. Keine Ahnung, gucken wir mal. Was haben wir hier? Das sind die Leute... der hat Eismaschine. Was hat der? Ach, die arbeiten nur nachts, weil sie die Eismaschinen bedienen, ja? Okay, die arbeiten nur nachts. Nun ja, wenn ihr nur nachts arbeitet, Job. Echt jetzt? Das kann doch... Warte mal, das kann doch jemand anders machen hier. Warte mal, weg mit dir. Hier. Das macht einer von den Dödeln hier. Der läuft. Ist mir egal, wer das macht, aber ihr doch nicht. Also ganz ehrlich. Auch hier, warte mal. Ah, hier ist noch ein Transportschuppen. Warte mal, was ist mit dem hier? Na doch, den kann ich da umbauen. Warte mal. Den würde ich dann jetzt einfach mal hier hinsetzen. Warte mal. Verdoppelt die Tragekapazität. Wenn ich den hier hinsetze, hätte ich... Ja, komm. Das ist okay. Ich verstehe jetzt nicht ganz. Hier. Na? Ah, Baugrafik gerade abgebaut. Okay. So, was haben wir hier? 2, 2. Da, bitteschön. Das dürfen die machen... da dürfen sie laufen. Jawohl. Wer es macht, ist mir relativ wumpe. So, dann darfst du hier. 2. So, du reparierst. Jawohl. Ah, du kannst auch zu besseren Aufgaben geben hier. Ah. So, das Ressourcen abbauen dürfen die anderen machen. Was hast du? Die fühlt sich wohl. Ah, sobald du... Okay. Hier geht's schon wieder los, dass sie nicht eingesammelt werden. Warum auch immer. Reparieren. Ah, ist schon. Ah, ist das die Verteidigung, ja? Na dann, ist okay.
weiß nicht, warum die nicht eingesammelt werden. Bestimmt werden die wieder eingesammelt in dem Moment, wenn die wieder aufwachen. Ich habe hier Kapazitäten übrig. Minus 27, das ist natürlich wenig, ne? Minus 27. Ist sehr wenig, minus 27. Beliebige Arbeiter. Kann ich da beliebige Arbeiter eintragen? Das heißt, ich könnte jetzt bei denen hier, warte mal. Zum her, beliebige Arbeiter, genau, machen wir die hier weg. Und ich gebe hier beliebige Arbeiter rein. 4. Genauso wie hier. Beliebige Arbeiter. 4 Stück. Brauche ich 4? Wie viel habe ich denn überhaupt? Ich habe 20, 27. Und 4, was ist das hier? Menschen haben nicht größere Kraft, sie haben aber beste Ideen. Wissenschaftler. Also 4 öffne Blitze, ne? Sag mal her, habe ich irgendwelche... Was? Ich drücke hier drauf und dann... Ah, klicke ich durch. Gut, lass mich kurz gucken. Aufgabenübersicht. Ah, da haben wir doch hier die... guck mal, hier haben wir es doch schon. Also, Forschung. Die Forschung habe ich aktuell ausgesetzt. Zentrallager, pass auf. Ressourcenlager. Hier. Da habe ich gesagt, mache ich die mal hier weg und sage hier 1, 2, 3, 4. Genau, Ressourcenlager würde ich hier, Zentrallager. Machen wir 1, 2, 3, 4. Dann haben wir einen Transportschuppen. Machen wir die zwei weg, machen, egal wer das macht. Das wäre so meine Ressourcenlager. Schmeißen wir die auch raus. Machen wir hier 1, 2, 3, 4. Das ist mir relativ wumpe. 4, ja. So, Waffenschrank, Laufgenerator, Behandlungskammer, Blasebalg, hier Ressourcenlager. Das ist auch alles zu viel, da kann ich hier 4 machen. Tag und Nacht, jawohl, Tag und Nacht abbauen, das ist vollkommen okay. Keine Arbeiter zugewiesen, das kommt dann noch gleich. Gut, Klimmerbeet. Da sage ich auch 2. Da, im Endeffekt ist es mir egal, wer das macht. So, Blasebalg macht ein Mensch. Transportschuppen habe ich egal. So, was haben wir denn hier noch? Das sollte passen. So, dann haben wir hier den Fleischkultivator, den Forschungstisch. Forschungstisch. Wie viel habe ich denn? Das ist 4, 8, 16... 24 habe ich hier und 24, okay, ich habe jetzt schon mehr, 24, ich würde fast sagen, mir, ach guck mal, kannst du drauf drücken, guck mal, so, machst du einen raus, bleibst du bei 3. Zentrallager bleibt. Frostnova löst eine Frostwelle aus, die sich nach außen ausbreitet. Okay. Das habe ich gar nicht gewusst. Guck mal. Das heißt, wenn du überrannt wirst, drückst du den Hebel. Aha. Guck mal. Glücksnova. Habe ich gar nicht gewusst, dass du hier das auslösen kannst. Na, guck mal. So, Ressourcenlager. Machen wir ein weniger. Transportschuppen machen wir ein weniger. Kannst du hier das irgendwie sortieren nach Typ? Ja, genau. Perfekt. Also, Behandlungskammer haben wir ein. Passt. Blasebalg sind auch besetzt. Der Fleischkultivator ist aktuell noch nicht besetzt. Das sind 4, 6, 8, 9, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, bin ich schon wieder drüber. Zentrallager würde ich jetzt die lassen. Okay, guck einfach, wo die Reise hingeht. Also ich habe zu wenig Mannequin für alles zu betreiben. Vielleicht muss ich hier einen wegbauen.
Aber das gefällt mir halt hier an der Stelle. Und auch das hier ist nett, ja. Das ist alles nett. So, das muss ich gucken. Halt, Pause. Also durch reparieren. Also auch, wie gesagt, war das hier das Reparieren? Ne, wo war denn das? Irgendwo konntest du doch einstellen, dass er reparieren soll. Oder musst du es jedes Mal neu machen, ne? Drehen wir mal rum. Wand reparieren war, Tür reparieren war. Den hier reparieren war. Die Wand reparieren war. Haben wir noch irgendwas? Die habe ich, glaube ich, schon angeklickert. So, die Frage ist jetzt, so, die lösen sich gleich auf, dann sind die weg. Die Frage, die sich mir stellt, ist, werden wir hier mit dem hier fertig oder müssen wir da noch was hinbauen? Gut, das sind die hier. Den Rest sollten wir jetzt alle haben, denke ich, ne? Ja, der ist aktiviert. Der ist aktiviert, der ist aktiviert. Das haben wir jetzt alles gemacht. Die Wand ist aktiviert. Der ist nicht. Den können wir auch reparieren. Okay. Forschung haben wir, glaube ich, jetzt wieder. Muss man einsetzen. Gut. Okay. So, da bin ich mal gespannt. Ja, jetzt kommen heute Nacht wieder. Also 18, 19, dann 16. So, die sind weg. Ja, nee, das ist klar. Der wacht doch gleich auf, du Held. Der wacht doch jetzt schon auf dem Ding auf. Aber gerade so, oder? Gerade so. Sehr schön. Gut. Der hier ist in der Reparatur. Ich glaube, ich habe ein kleines bisschen jetzt wieder so ein bisschen beigeholt. Mal gucken. Wir haben 8. Das geht nach oben. Was ist das hier? Level Humby 1. Nach der ersten Behandlung sind Humbys ausgewöhnlich stark, aber leider nicht. Achso, ist weg. Okay, gut. Gut geheilte Menschen. Wissenschaftler 20. Tagesschicht 4. Was ist das hier? Tagschicht 4. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Tagschicht 4. Was machst du jetzt gerade? Du hast... Ah, okay. Ah, jetzt verstehe ich. Okay, wenn ich den jetzt tagsüber arbeiten lasse, sinkt die Stimmung... Okay, das sind aber die im Endeffekt, lass mich kurz mal gucken, arbeite auf, wechseln nach Typ. Wenn wir haben, hier, das sind die 4. Die haben nur nachts. Okay. Ich hoffe, dass das hier reicht und nicht, dass ich da noch einen hinsetzen muss. Pass auf, den setze ich um und setze ihn jetzt mal hier hin. Es ist nicht ganz so mein Glücksfall. Aber wir lassen es mal so laufen. Mit der Hoffnung, dass es noch reicht zum Umsetzen. 17.17 Uhr. Joa, denke ich schon, ne? Kriegen wir doch hin. Meine Freunde, ich sehe gerade, wir haben überzogen. Oder sind gerade dabei zu überziehen. Wenn es euch gefällt, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr einen Kommentar dazu habt, wie gesagt, immer gerne reinschreiben. Oh, was ist das mit ihm? Der hat nichts zu essen. Das ist aber... Wieso hat er nichts? Das ist aber Prio 1 hier. Hohe Priorität und das ist hohe Priorität. So. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like und ein Abo da. Würde mich wahnsinnig drüber freuen. Gerne auch einen Kommentar, was ihr von dem Spiel haltet. Aktuell in der Version Early Access 0.2 oder so. Das heißt, relativ früher Status, aber dafür läuft es relativ gut. Ansonsten, ich denke, ich würde noch eine Folge machen im Angespielt und würde dann aber wiederum in was Neues springen. Ich denke, da haben wir soweit mal die Mechaniken verstanden, soweit alles gesehen. Ja, denke, das wäre auf jeden Fall so ein machbarer Weg.
Wie gesagt, ich freue mich, dass ihr dabei wart und in diesem Sinne bis demnächst. Tschüss.